Moin Kreativlinge, willkommen zum ersten Tutorial dieses Jahr in meinem Leben. Und wir haben gestern eigentlich für euch Outdoor gedreht. Es hat geschneit, es hat ein bisschen gestürmt. Wir haben tatsächlich noch Langzeitbelichtung mit Stahlwolle gemacht. Aber das ganze Videomaterial, was entstanden ist, ist total in die Hose gegangen. Deswegen mache ich es hier nochmal im schönen warmen Keller. Ich habe geholt für die Stahlwollenfotografie einen Quill, beziehungsweise den habe ich meiner Frau geklaut. Stahlwolle 3.0 ist die Bezeichnung, gibt es im Malerbedarf, im Baumarkt. Kriegt man über eBay, kann man auch wahrscheinlich bei Amazon bestellen. Ganz wichtig ist, dass es eine feine ist, weil die halt besser brennt. Ein Feuerzeug, aber nicht so eine Krücke wie das hier. Am besten ein Sturmfeuerzeug. Oder ihr besorgt euch eine 9-Volt-Block-Batterie. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen, nachgeschaut gestern. Der Kurzschluss, der entsteht, wenn ihr die 9-Volt-Block-Batterie auf die Stahlwolle packt, ist genauso wie, als wenn ihr sie anzündet. Ja, dann reißt ihr euch was von der Stahlwolle da raus. Der Rest verschwindet auf dem Schreibtisch. Das versteckt ich in der Hose jetzt. Und dann macht ihr die ganz fluffig. Das hat den tiefen Sinn, dass die dann besser brennt und mehr Funken wirft, weil die Luft halt durch die Stahlwolle wirbeln kann. Wenn ihr diese Konstruktion soweit fertig habt, Quill, ein Band oder eine Kette, je nachdem, was man gerade braucht. Kette war jetzt nicht so geil, tat ziemlich weh an den Händen, ich hatte die falschen Handschuhe dabei. Dann könnt ihr euch eine Location suchen. Man kann es natürlich auf dem Acker machen, wenn man ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Wir haben es jetzt in einem abgelegenen kleinen Örtchen probiert. Da war eine schöne Unterführung. Da stand auch noch Wasser drunter, die Reflexionen waren am Ende total cool. Und dann ab dafür, anzünden. Gut, wenn die dann glimmt, direkt anfangen zu drehen. Es gibt verschiedene Bewegungen. Wir haben gestern, weil es einfach auch von Zeit her, nur von der Zeit her nicht passte, haben wir nur so rotiert. Da kommen diese berühmten Spratzer, die ihr auch vom Wasserturmbild kennt oder nachher aus den angehängten Ergebnissen. So, ich packe das jetzt wieder weg, bevor ihr hier irgendwas abfackelt. Und setzt euch hinten Ergebnisse ran. Und sag auch gleich auch noch was über die Kameraeinstellung. So, der Ordentlichkeit halber muss ich euch sagen, solltet ihr euch jetzt nicht von diesem ganzen Rädchen hier abschrecken lassen. Ich stehe da total drauf, auf diese ganze manuelle Einstellgeschichte. Deswegen bin ich dann letztendlich auch bei Fuji gelandet. Diese ganzen Räder machen aber genau das Gleiche, was ihr in euren Menüs oder mit euren Tasten einstellt. Dieses Objektiv hat auch einen blendenden Rad. Deswegen werde ich die Blende hier auf eine Blende 9 einstellen. Ich zeige euch das gleich nochmal im Display. Den ISO auf 200. Und die ganze Geschichte hier stelle ich auf T. Ist bei euch dann der manuelle Modus. Da wird dann gleich alles auf 30 Sekunden gedreht. Die Belichtungskorrektur lasse ich erstmal bei 0. Und dann drehe ich die Kamera um. Ich stelle sie mal an. Na, er hat mich auf Automatik geschickt. So ein Saulump. So, jetzt sehen wir, ich belichte 30 Sekunden bei Blende 9 auf ISO 200. Wir stellen dann einmal den Fokus auf manuell. Bei der Stahlwollenfotografie seid ihr wahrscheinlich immer zu zweit. Das heißt, wenn ihr einen ordentlichen Fokus haben wollt, stellt ihr euren Kumpel an die Stelle, an der ihr das ganze Stahlwollengebilde abbrennen wollt.
drückt ihm eine Taschenlampe in der Hand, dass er sich selber anleuchtet. Und dann könnt ihr mit dem Autofokus fokussieren und dann an eurem Objektiv oder an der Kamera auf den manuellen Fokus stellen. So habt ihr immer den richtigen Fokus, solange ihr nicht die Position verlasst und braucht euch darüber auch keine Sorgen mehr machen. Weißabgleich lasse ich auf Auto, weil ich ja auch überwiegend selber danach bearbeite. Gerade bei den Schneebildern, die wir gemacht haben, ist es sowieso sehr schwierig. Ziemlich warmes Licht, ziemlich kaltes Licht. Schnee soll ja dann auch weiß sein und nicht gelb oder blau. Dann stellen wir noch einen Zeitauslöser ein. Oder, wenn ihr dann schon habt, einen Fernauslöser. Das Ganze bauen wir auf ein Stativ. Und dann sind wir eigentlich feuerbereit. Im wahrsten Sinne des Wortes.